Hallo und willkommen zu dem Vlog, wo ich mein erstes Abitur geschrieben habe. Also ich habe random ein bisschen mitgefilmt den Tag davor und auch noch die Tage danach ein bisschen, wie ich gerade aussehe, keiner weiß, aber egal. Und ja, teilweise war ich ein bisschen panisch, aber ja, seht selbst und viel Spaß. Merkst du dann, dass es so vorprogrammiert? To stand for, to be a symbol of. Alles gut, das wird schon. To embody something, to represent something, to be representative of. Ganz, ganz schlimm. Oh mein Gott. Ich schreibe einfach morgen mein erstes Abitur. Oh mein Gott. Und ich fühle mich nicht bereit dafür. Absolut gar nicht. Ich bin vor aus der Schule gekommen. Wir haben gestern Essen bestellt. Italienisch und ist übergeblieben. Und das ist mein einziger Lichtblick heute. Ich freue mich da so sehr gerade drauf, das zu essen. Und dann zu lernen. Ja, voll Bock. Nicht. Oh mein Gott. So, ich habe jetzt gerade sehr lange noch gelernt, durchgelernt, ein paar Stunden. So zwei, drei, keine Ahnung. So sehe ich jetzt auch aus. Ich muss mir immer noch ein bisschen was angucken. Das ist nicht so schlau, es ist schon 8, aber es ist so hell, weil die Zeit wird ja umgestellt. Ich gehe jetzt kurz auch als Pause, weil ich kann langsam nicht mehr einkaufen mit meiner Mom. Ein paar Snacks für morgen. Ja. Deswegen werde ich jetzt einkaufen gehen. Ganz kurz, schnell. Ich muss mich auch noch duschen, essen, angucken. Ich bin so rot. Sehr viele. Ey, was ist denn das hier eigentlich? So, auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, warum ich hier so unnormal rot bin. Ich glaube, das ist irgendwie Aufregung von meinem Körper. I don't know. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal duschen gehen und dann werde ich Abendbrot essen und dann werde ich noch ein bisschen weitermachen. Also mir noch Sachen durchlesen und so. Boah, das ist doch nicht mehr normal. Naja, egal. Das werde ich jetzt auf jeden Fall tun. Ja. Ich habe jetzt geduscht und habe mir jetzt Essen gemacht. Habe schon ein bisschen was gegessen davon. Und jetzt werde ich kurz Love Island schauen. Dann schaue ich mir meine Sachen nochmal an und dann gehe ich auch schon schlafen. Und ich realisiere es auch noch nicht so ganz. Also ich morgen einfach Abi schreibe. In Englisch, mein erstes Abi. Danach gibt es kein Zurück mehr. So, ich habe jetzt gute 2 Stunden Pause gemacht und ich bin immer noch rot. Jetzt auf der anderen Seite, wow. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade meine Sachen gepackt, mehr oder weniger, also nicht ganz. Ich glaube, ich schaue mir gleich meinen Vorabi-Vlog an, weil ich irgendwie nicht mehr weiß, was ich alles mitgenommen habe. War natürlich Masken, ich muss morgen keine Maske bei der Prüfung zum Glück tragen. Ansonsten werde ich natürlich morgen ganz viel Essen mitnehmen, was ich hier eingekauft habe. Hier habe ich schon ein paar Nüsse. Dann habe ich mein Wörterbuch. Dann eine Federtasche. Ich dachte eigentlich, man muss eine durchsichtige nehmen. Habe ich irgendwo mal gehört. Aber irgendwie anscheinend doch nicht. Habe ich jetzt noch nicht so viel mit halt Stifte, ganz viele, 10 Millionen, neue Mine, bla bla bla.
Ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht, was ich noch mitnehmen soll, außer halt Essen, ne? Wenn ich Zettel kriege, ich ja sowieso gestellt. Das muss ich ja nehmen, die, ja. Auf jeden Fall werde ich jetzt, denke ich mal, mich nicht mehr melden, sondern entweder morgen vorher oder nach meinem Abi einfach. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Viel mehr kann ich jetzt nicht machen, ich bin auch müde, ich sollte auch schlafen gehen. Und ich relativ früh schlafen gehe, weil die Nacht, letzte Nacht habe ich auch nicht so viel geschlafen. Aber ich werde mein Outfit morgen, das weiß ich noch gar nicht genau, ich werde auf jeden Fall eine Jogginghose anziehen, weil bockt. Und da drüber einfach ein Pullover. Also ein dünnen. Dann ziehe ich vielleicht einfach noch eine schwarze Jacke drüber und noch eine Jacke drüber. Ja, ich glaube, das werde ich tun. Oder nee, ich werde, glaube ich, vielleicht doch eher ein T-Shirt anziehen. Okay, ich glaube, es wird mir nicht zu warm. Ja, ich gucke mal morgen früh. Vielleicht ziehe ich auch das T-Shirt an. Oh mein Gott, ich habe mein erstes Abi geschrieben. Oh mein Gott, Alter, das Ding ist das Ding. So, ich habe mein erstes Abi durch. Englisch-Abi. Es hätte schlimmer sein können. Der Mediation-Text war irgendwie echt nicht so gut. Also, der war richtig komisch. Den Text habe ich ja, also wir hatten zwei jetzt zur Auswahl, zwei Texte. Den habe ich auf jeden Fall verstanden. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie er ist. Und da werden bestimmt irgendwelche Sachen noch bei sein. Blablabla, hier, da. Keine Ahnung. Aber ich sehe so fertig aus. Mein Hirn ist einfach nur matsch, wirklich. Ich gehe jetzt erstmal mit einer Freundin spazieren. Ja, boah, wirklich, ich bin so fertig. Einfach letzter Schultag. Hallo, es ist schon 2 Wochen circa später. Ich habe gerade Ferien und muss natürlich lernen für Abi. Aber ich sehe genauso fertig aus. Irgendwie war heute auch nicht so mein Tag. Aber naja, ich wollte nur kurz nochmal was sagen zum Abi, zu diesem Video, keine Ahnung. Und zwar habe ich einfach random irgendwie ein bisschen gefilmt. Das hatte irgendwie alles keinen richtigen Sinn. Und man merkt auch irgendwie übel, dass ich... Das Ding ist, ich habe an sich so... Ich fall gleich um. Diese Aufregung finde ich nicht so gespürt. Aber jetzt, wo ich mir die Sachen angeguckt habe, man merkt es, glaube ich, schon, dass ich so richtig so, ja, aufgeregt, keine Ahnung, auf jeden Fall war ich sehr durcheinander und sehr, und auch die Tage danach habe ich ein bisschen gefilmt. Ja, genau, ich kann jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, also wie gesagt, habe ich ja Englisch-Abi geschrieben und es hätte auf jeden Fall viel schlechter sein können. So der Text, der war echt gut und auch die Aufgaben. Also wir hatten ja zwei, einmal einen literarischen Text und nicht literarischen Text. Und ich hasse, also was heißt ich hasse, aber eigentlich mag ich literarische Texte gar nicht. Und ich war die ganze Zeit so, ja, ich nehme safe den nicht literarischen. Und wie es dann kam, habe ich den literarischen genommen, weil irgendwie, man hat beide gut verstanden, beide Texte. Einer ging mehr so um Tourismus und einer so Immigration. Und ich konnte halt Immigration viel mehr, so Tourismus hatten wir eigentlich fast gar nicht. Und deswegen, mein Englisch-Abi war übrigens nicht zentral. Meine anderen Abiturklausuren sind alle zentral, aber Englisch war bei uns nicht zentral. Bei mir ist das, glaube ich, auch ein bisschen anders. Ja, ich habe die ganze Zeit geschwankt, weil die Aufgaben waren so unterschiedlich. Das Ding ist halt bei dem Nicht-Literarischen, da musste man irgendwie auch Rhetorical Devices, also halt rhetorische Mittel, analysieren und das hasse ich halt auch. Ich kann das einfach nicht so gut. Und deswegen, ich bin trotzdem die ganze Zeit so hin und her geschwenkt, vor allem weil ich gesehen habe, dass so viele diesen nicht-literarischen genommen haben. Das hat mich, auch wenn es dumm ist, aber es hat mich voll verunsichert. Also, ich habe das halt so ein bisschen gesehen, wer ausgenommen hat. So. Und ich bin die ganze Zeit, weil ich habe auch so ein bisschen Entscheidungsprobleme, muss ich sagen. Ich bin die ganze Zeit so umgeswitcht und dann habe ich halt den literarischen genommen. Ich glaube, für mich war es gut, weil irgendwie hat die Aufgabe, es war echt, also der Text war wirklich leicht zu verstehen.
fand ich. Und die Aufgabe, das hat irgendwie voll Spaß gemacht. Also die Aufgabe fand ich nicht schwer. Mal sehen, was jetzt bei rauskommt so. Aber die Mediation, die war zentral gegeben bei mir. Und der Text, der war ganz komisch. Also ich fand den echt nicht gut. Aber ich fand die Klausur an sich besser als die Vorabi-Klausur auf jeden Fall. Außer die Mediation, die war viel besser am Vorabi. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Irgendwie war es so, dass die, die eigentlich immer literarische Texte nehmen oder das auch vorher meinten, die haben eigentlich irgendwie alle den nicht-literarischen genommen und ich halt so andersrum. Ja, die Tage danach habe ich ein bisschen mit Freunden verbracht. Es war draußen. Ja, es ist nicht das Beste gerade, aber wir sehen uns eh jeden Tag in der Schule und es war wie gesagt draußen und es war jetzt auch nicht dicht auf dicht oder so. Und es waren jetzt auch nicht so viele, deswegen... Ich weiß, dass es nicht so gut ist, aber so mit Abi, klar, kann man wieder sagen, ja, das ist auch keine richtige Ausrede, aber so, man ist halt sowieso jeden Tag in der Schule zusammen. Und ja, am nächsten Tag waren wir dann, war im Endeffekt eigentlich unser letzter Schultag. Wir haben jetzt noch 3 Schultage oder so insgesamt, wo wir halt in die Schule gehen und die Abi-Klausuren. Einer davon ist Zeugnisvergabe. Also, das sind dann, die anderen Tage sind halt so einzelne Tage. Ja, auf jeden Fall den Tag nach unserem Abi, da waren wir alle ein bisschen fertig so. Aber ja, wir waren auch noch recht lang so draußen, haben alle nicht viel geschlafen und so weiter. Da haben wir jetzt eh nicht wirklich was in der Schule gemacht, aber die Tage habe ich halt ganz schön verbracht. Das Wetter war halt auch super, super schön, wirklich die Tage. Ja, ich habe euch einfach ein paar Eindrücke mal gezeigt. Also ich kann jetzt ja auch nicht so viel filmen, vor allem wenn Leute drauf sind. So auch zur Entspannung, weil wirklich nach diesem Abi ist... so eine Last von mir gefallen, weil dieser Stressfaktor und so, es hat schon sehr, sehr, es war sehr, sehr anstrengend alles und keine Ahnung, generell die ganze Schulzeit jetzt, weil wir so viel zu tun hatten, auch außerhalb des Abis. Die Schulzeit ist einfach vorbei, so im Endeffekt. Es ist so krass, wirklich, es ist so krass. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, falls ihr Abitur schreibt, ganz, ganz viel Glück, auch wenn ihr irgendwas anderes schreibt, so. Ja, irgendwelche Abschluss, generell Klausuren. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye.